Hey Leute, was geht? Für uns dann herzlich willkommen zu einem weiteren freshen Video hier auf meinem Channel. Heute werden 11 Fußballer gefragt, was früher ihr Idol war, wer ihr Lieblingsfußballer war. Ich bin richtig gespannt, was für Antworten sie geben werden. Und die Spieler, die genannt werden, die tun wir dann natürlich in unser Team. Und mit denen werden wir dann natürlich auch zocken. Ich glaube, das Ganze ist eine sehr, sehr coole Sache. Ich bin heiß. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Channel, um nichts zu verpassen. Und wir gehen rein. Okay, mal schauen, welcher Fußballer hier genannt wird. Die gehen von rechts ins Bild hier rein bei uns. Und wir haben die Nummer 1. Sadio Mané wurde gefragt und er sagt, sein Vorbild war Ronaldinho. Und das glaube ich ihm komplett. Beides so positive Menschen, die ganze Zeit irgendwie ein Lächeln im Gesicht haben, gut drauf sind, die einfach Spielspaß verbreiten. Geil, das passt. Und auf Ronaldinho habe ich auch Bock. Der war auch immer mein Lieblingsfußballer. Damit ist Ronaldinho der erste Spieler in unserer Mannschaft. Und ich glaube, auch in FIFA wird der ganz, ganz, ganz viel Spaß hier heute bei uns verbreiten. Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass Mané nicht der Letzte ist, der Ronaldinho sagt. Ich würde sogar eigentlich tippen, dass jeder Zweite hier Ronaldinho sagt. Aber der Nächste sagt nicht Ronaldinho. Mason Mount hat Luka Modric als sein Idol genannt. Das ist überraschend, weil Luka Modric ja noch aktiv spielt. Aber Mason Mount ist auch sehr jung, da sind so ja, gefühlt über 10 Jahre Unterschied zwischen den beiden, deswegen ist das schon realistisch. Und ich weiß gar nicht, war Mason Mount vielleicht als Kind Tottenham-Fan, weil da hat Luka Modric ja früher gespielt, vielleicht war er da dann so sein Idol, weil ich zum Beispiel bin HSV-Fan, deswegen feiere ich auch nochmal Raphael van der Vaart. Er war früher so auch mit meinem Lieblingsspieler, mit Ronaldinho. Und vielleicht ist es da ähnlich. Auf jeden Fall hat Luka Modric eine Team of the Year-Karte. Und die lassen wir uns nicht durch die Lappen gehen. Die kommt in unser Team rein. Let's go. Und der nächste Spieler kommt. Und... Interessant, interessant, interessant. Gareth Bale hat Ryan Giggs gesagt. Macht Sinn. Die kommen beide aus Wales. So, Ryan Giggs war früher gleich der krasseste aus Wales. Bale war dann der krasseste aus Wales. Den kann man schon als Vorbild nehmen. So, ich glaube, Bale ist jetzt das Vorbild für die anderen Youngsters, die jetzt gut werden aus Wales. Das ist so etwas, was nicht endet. Schock. Giggs gibt's nicht in dem FIFA. What? Wurde der gelöscht? Den gab es im letzten Jahr auf jeden Fall noch als Icon in FIFA 22. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass Ryan Giggs aus FIFA rausgelöscht wurde. Den gibt's einfach nicht in FIFA 23. Okay, dann... ja, leider kein Ryan Giggs für uns. Wenn es den nicht in FIFA gibt, können wir nichts machen. Aber habt ihr mitbekommen, dass der gelöscht wurde? Ich weiß noch, den habe ich letztes Jahr auf jeden Fall gezogen. Das war halt auch nie eine geile Karte, die man so wirklich gespielt hat. Deswegen ist es halt bisher auch eigentlich nicht aufgefallen, dass der weg war. Spricht jetzt nicht für ihn, aber ja. Gut, dann brauchen wir jemand anderes. Oh, und wir haben jemand anderes gefunden. Son hat als Vorbild Park Ji-sung. Und das ist ähnlich wie beim Fall davor. Ein Südkoreaner nimmt sich ja den besten Südkoreaner vor ihm als Vorbild. Genauso sieht es hier aus. Und Park Ji-sung gab es auf jeden Fall in FIFA, beziehungsweise gibt es in FIFA. Seine World Cup Hero Karte ist richtig stark. Alle Stats über 80, übertrieben geile Karte. Nice, 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 nice. Bisher bin ich sehr zufrieden mit den Spielern, die wir hier kriegen. Aber gut, ist auch unrealistisch, dass irgendjemand sich so einen Spieler als Vorbild genommen hat, der gar nichts kann. Wir haben auch einen Keeper. Wie geil. David De Gea als Torwart hatte auch ein Torwart als Vorbild, nämlich Buffon. Und Buffon spielt ja sogar auch immer noch aktiv. Wie das sein kann, verstehe ich auch nicht. Der ist 44 inzwischen. Der spielt immer noch. Ich weiß nicht, ob er Stamm spielt, aber er hat auf jeden Fall immer noch seine Karte. Ich bin mir sehr sicher, dass er der erste und letzte Non-Rare in dieser Mannschaft sein wird. Weil das ist schon doll. Leider hat er auch keine Special-Karten. Im letzten FIFA hat er in Inform. Dieses FIFA bisher noch nichts. Da muss er irgendwann noch eine Enter von Error SBC kommen. Falls er sein Karriereende mal so richtig bekannt gibt. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ja Bock, noch ein paar Jahre zu machen. Dann dauert das wohl noch. Nice, nice, nice. Aber auch sehr cool, dass wir einen Keeper haben. Weiter geht's. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sehr interessant. Mesut Özil hat gesagt, Zinedine Zidane. Aber das macht auch Sinn. Er hat sich einen Spielmacher als Vorbild genommen. Ja, er ist auch Spielmacher. Hat sich bestimmt ein bisschen was von Zidane abgeguckt. So. Sehr, sehr geil. Zizou, der nächste 5-Sterne-Skiller. Ab ins Mittelfeld mit ihm. Wir haben 2 Icons, 1 Hero und 2 noch aktive. Wilder Mix bis hier. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass alles nur Icons und alles irgendwie nur Stürmer sind. Wir haben noch gar keine Stürmer bisher hier. Ich hoffe, das Ganze balanced sich noch so ein bisschen. Ah, okay, okay. Das lassen wir einfach mal durchlaufen. Denn ihr seht es links. Zaha hat auch Ronaldinho als Idol gesagt. Das ist ja das, was ich mir schon so ein bisschen gedacht habe. Und daneben steht zwar ein falscher Name, aber wir erkennen ihn alle. Es ist Robert Lewandowski.
Und sein Idol war Terry Henry. Oh yes. Oh yes. Geiler, geiler Spieler gewesen bei den Invincibles bei Arsenal. Hat er so Welle gemacht. Terry Henry. Aber ich nehme FIFA noch nicht gespielt. Also es wird auf jeden Fall auch Zeit. Aber ja, an der Stelle Props an Ronaldinho, dass er auch ein zweites Mal hier genannt wurde. Passt auch zu Saha. Beide sind am Tricksen, Skillen, Dribbeln. Auch immer passende Spieler eigentlich, die sie hier nennen. Das war jetzt noch nicht so, dass irgendein Stürmer gesagt hat, hey, ich habe damals diesen Innenverteidiger geisteskrank gefühlt. So, es hat alles gepasst bisher und Terry Henry, der passt auch in unsere Mannschaft. Nice! Weiter geht's. So, wer kommt als nächstes? Okay, willkommen. Warte mal. Jetzt ist das passiert. Oh, ein aktiver Spieler ist hier übrigens rechts noch. Erstmal ist jetzt das passiert, was ich meinte, was die ganze Zeit nicht passiert ist. Das Vorbild von Van Dijk war einfach Ronaldinho. Aber ja, ich glaube, Ronaldinho hat jeden gecatcht. Egal ob Keeper, Verteidiger, Mittelfeldspieler, Angreifer, Busfahrer, keine Ahnung, Feldwart. Ich glaube, jeder Ronaldinho gefühlt. Deswegen auch ein sehr cooler Call von Van Dijk hier. Das ist aber schade, wenn selbst die Verteidiger hier Offensivspieler nennen. Wie sollen wir denn Verteidiger in unserem Team kriegen? Und Dybala hat gesagt, sein Idol war Lionel Messi und das ist absolut cool. Ah, da hat er sogar den Pokal in der Hand. Warte, dann hole ich auch in FIFA die Karte, wo er den Pokal in der Hand hat. Wo ihn sogar küsst. Lionel Messi ist unser linker Stürmer. Die Gegner werden gar keinen Spaß haben gegen unsere Offensive. Gegen unsere Defensive vielleicht schon, weil da ist immer noch gar keiner. Aber gegen unsere Offensive werden die Gegner Probleme haben. Auch krass, dass es so gut wie jeden bisher in FIFA gibt. Jetzt mache ich den Call. Wahrscheinlich gibt es jetzt den nächsten wieder nicht in FIFA. Oder da muss ich groß. Also es war so klar. Mohamed Salah, sein Idol ist Francesco Totti und den gibt es einfach nicht in FIFA. Krass. Hä, stimmt, Salah hat auch bei Rom gespielt, ne? Eine Zeit lang und Totti ist auch absolute Rom-Legende. Crazy, crazy, crazy. Dann haben wir Mario Götze, dessen Idol Zidane ist, der halt schon im Team ist. Das heißt, der nächste Doppler hier. Einer, der nicht in FIFA ist, einer, der schon im Team ist. Noch einer, der schon im Team ist. Coutinho feiert Ronaldinho. Ah, jetzt haben wir was Neues. Trent! Alexander Arnold sagt, sein Vorbild ist Steven Gerrard. Trent ist ja, weiß nicht, seit Kindheitsalter, seit der Baby ist, glaube ich, Liverpool-Fan. Hat dort die Jugendmannschaften durchgenommen. Feierte wahrscheinlich auch die Mannschaft. Und da war das Gesicht der Mannschaft, der Kapitän Steven Gerrard. Deswegen, das hätte ich sogar vorhersagen können, dass das sein Vorbild war. Schade, dass er auch keinen Verteidiger nennt als Verteidiger. Aber gut, holen wir uns Stevie G. So langsam müssen wir sogar anfangen, die Mittelfeldspieler in die Verteidigung zu tun, weil er macht weder im linken Mittelfeld noch in der Verteidigung Sinn. Aber es gibt auch keine 1-8-1-Formation oder so, die ich benutzen könnte. Also, keine Ahnung. Dann ist halt Verteidiger heute. Weil so wenig Def hat er ja auch nicht. Passt. Wie oft wurde Ronaldinho jetzt genannt? 4-mal oder so? Crazy. Oh, oh, wir haben einen neuen und wir haben wieder einen aktiven Kylian Mbappé. Ah, stimmt. Es gibt doch dieses eine Bild von Kylian Mbappé, wo er auf seinem Bett chillt und im Hintergrund sind so 500 Cristiano Ronaldo Poster einfach. Ja, der war auf jeden Fall der größte Ronaldo-Fan, den es jemals gab, ey. Okay, dann bauen wir nochmal um. Henri verschwindet auf die linke Seite und jetzt haben wir einen Doppelsturm, bestehend aus Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Das ist sehr, sehr geil. Egal, wer jetzt die nächsten werden, die kommen einfach in die Verteidigung. Kann man nichts tun. Wie gesagt, kann man nichts tun. Vielleicht haben sie ja ein paar Defensiv-Stats, ich hoffe es. Ich glaube, das sind auch schon die besten der besten Spieler so aller Zeiten, die jetzt bisher genannt wurden. Nur Terry Henry wird nochmal genannt. Crazy. Phil Foden, sein Vorbild ist David Silva. Das ist auch ein sehr, sehr interessanter Call. Ist Foden schon immer Man City-Fan so? Ich meine, der ist auch mega jung. Also, dass er gefragt wurde, ist vielleicht nur so 3, 4, 5 Jahre her. Aber David Silva auch sogar Captain von Manchester City. Ja, also es hat auch Hand und Fuß, ne? Dass er ihn gefeiert hat. Dann holen wir David Silva. Habe ich jetzt zwar nicht mit gerechnet, dass der kommt, aber gut. Ich habe sogar seine Flashback-Karte. Er hat nur ein einziges Flashback-Karte, glaube ich, in FIFA. Diese Flashback-Karte ist sogar cool. Ich habe den einfach abgeschlossen. Ich glaube, die wenigsten haben den mitgenommen. Ich habe ihn mitgenommen. Und jetzt kommt er quasi zum ersten Mal so richtig zum Einsatz. Also, ja, Glück gehabt. Cool für das Video, dass wir den haben. Wenn der nächste jetzt kein Doppelter ist oder einer, den wir schon haben, dann ist es unser letzter Spieler. Okay, es ist weder das eine noch das andere. Es ist einer, der nicht in FIFA ist. Neymars Idol ist Robinho gewesen. Aha. Oh, das ist geil. Sergio Ramos. Endlich mal ein Verteidiger, der auch einen Verteidiger nennt. Sergio Ramos sagt, sein Vorbild ist Maldini. Macht Sinn. Einer der besten Verteidiger aller Zeiten. Den muss man sich als Vorbild nehmen, wenn man einer der besten Innenverteidiger werden will. Das hat Ramos gemacht. Das hat Ramos geschafft.
Richtig cool. Maldini noch für uns. Moin, Kumpel! Maldini, du musst den Laden da zusammenhalten. In Kooperation mit Buffon machst du das sicherlich. Die anderen werden Magie nach vorne machen. Das sind die 11 Spieler, die sich Fußballer, berühmte, geile Fußballer als Kind als Vorbild genommen haben. Und, boah, das sind schon richtig geile Kicker. Also, die werden hier sicherlich was auf den Rasen zaubern. War sehr interessant zu sehen, wer wen gefeiert hat. Das meiste basierte entweder darauf, dass die Spieler beim Team gespielt haben, dass die Leute selber als Kind gefeiert haben oder dass sie aus demselben Land kamen und aus dem Land halt nicht viele gute Spieler normalerweise kommen und die dann diesen einen geilen Spieler aus dem Land abnormal gefeiert haben oder halt viele Leute haben Ronaldinho gefühlt, muss man halt auch einfach so sagen. War sehr, sehr interessant, war sehr cool. Jetzt wird mit dem Team gezockt. Puh, gegen wen zocken wir heute? Wer muss gegen die Goats ran? Es ist, oh, Vidic zum einen. Hier ist keiner dabei, der seinen Lieblingsspieler genannt hat, ne? Ich hatte eigentlich gehofft, dass der Gegner jetzt irgendwie so Mace Mount oder so ein Mbappé oder so ein Team hat. Einer von denen, die gesagt haben, wen die fühlen. Wäre lustig, wenn er dann so einen hätte und ich quasi das Idol von dem, aber leider nicht. Wieso hat die A wieder meine Kamera umgestellt? Jedes Mal, wenn ich ein Game starte. Ist zu krass. Ab geht's. Boah, die Server machen anders ernst. Hä, will dieses Symbol da oben weggehen, oder? Ja gut, wir zocken einfach mit diesem anderen Delay. Oha! Oha! Ich kann nicht mal gerade einen Pass spielen. Aber ist egal, wenn ich Leute wie Ronaldinho hab. Bruder, also hier kann man auch nicht grün treffen und so. Ich weiß nicht, auf was für ein... Ich glaube, beim Gegner ist es aber genauso, weil der kriegt den Pass ja auch nicht rausgespielt. Auf was für ein Server haben wir uns hier gerade versammelt? Egal, komm. Auch Lex und Delay können unsere Stars nicht stoppen. Außen ist Theriori. Der ist ja eh einer von den Unbesiegbaren. Ah, schade. In die Mitte. Hö, der geht einfach auf Ronaldinho. Bevor ich das so wollte. Cristiano! Was? Wie krass ist das eine Karte? Das ist toll. Das ist. Ronaldinho. Das ist sein Trick. Dieser Elastico. Zack, Modric jetzt. Einmal nach außen, ab in die Mitte. Ronaldo. Hey! Ich schwöre, das habe ich noch nie gesehen. Sowas passiert nur bei Lex und Delay, ehrlich. Nur wenn dieses Symbol oben ist. Digga, was war das für ein Trick, Mann? Okay. Auch gut. GG, ja, gut gespielt. Nice, GG. Ich sag so, wäre die Verteidigung nicht so krumm, das war jetzt gegen den kein Problem. Der hatte trotzdem keinen Angriff. Maldini, der verteidigt für 4. Dann könnte man damit sogar eine ganze Weekend League spielen. Aber in Zukunft, in der Weekend League geht nicht mehr ernst in dem FIFA. Kann man gerne mal so Challenges auch in der Weekend League machen, oder? Wenn ihr das feiert. Ich glaube, das wäre cool. Dann nimmt man sich natürlich nicht als Ziel 20-0 zu holen, sondern ja, auch mit dem Team hier kann man bestimmt 14 oder so machen. Und einfach Spaß haben, so, weil es einen Hintergrund hat. Können wir uns mal überlegen. Was halt von dem Video, machen wir was anderes. Hier findet ihr auch ein anderes Video von mir. Einfach anklicken, draufklicken und Spaß haben. War auch wieder ein freshes Video. Und ich bin raus, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und...